Wir machen heute Übungen zu Modal und Median. Und in diesem Fall wollen wir mal untersuchen, wie diese Werte, was die uns aussagen. Wir hatten ja schon einiges darüber gehört in den vorhergehenden Videos. Und wir machen heute die Übung so, dass wir mal doch wieder ein qualitatives Merkmal, und für Schüler ist ganz wichtig, Qualität heißt Zensur, wie gut die Zensur ist und so weiter, dass wir uns damit beschäftigen und dann mal Modal und Median und arithmetisches Mittel, also den Durchschnitt. Ich schreibe mal dahinter Plus. Und jetzt das Durchschnittszeichen, ne? Das ist das arithmetrische Mittel. Das werden wir heute mal anhand konkreter Beispiele untersuchen. Erstes Beispiel, und jetzt machen wir eine Urliste. Das heißt, wir werden ordnen. Macht euch mal, schreibt mal hin, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und, na, am besten noch ein bisschen auseinandergezogen, weil es kann ja passieren, dass hier viele Striche auftreten. Und ich sage euch jetzt mal Zensuren, konkrete Zensuren einer anderen Klasse an, ohne einen Namen zu nennen. Und ihr macht mal immer schön Striche. Und zum Schluss werden wir das dann hier wieder reinzählen. Ich mache mal in der Zeitpause. So, wir haben das jetzt mal zusammengefasst. Bei der ersten Klausur eine 1, hier ne, 4 und ein Strich durch sind 5, hier 3, hier 6, hier 5 und hier eine 6. So, zweite Klausur. Jetzt mache ich wieder Pause und sage die Zensuren an, und ihr macht wieder die Urliste für die zweite Klausur perfekt. So, jetzt haben wir das von der zweiten auch. Und jetzt folgende Aufgabe: Errechnet den Durchschnitt, den Modal und den Median von diesen beiden Klausuren. Man sieht schon was, aber mal sehen, was auch bei diesen Werten mit rauskommt. So, ich habe jetzt mal in Rot dazu geschrieben, damit wir nicht die Striche abzählen müssen. In Zahlen, was das dann ausmacht. Ne? Hier zum Beispiel 6 Vieren oder 3 Dreien, 5 Zweien und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die Aufgabe steht. So, jetzt haben wir die Durchschnitte ausgerechnet. Erster Durchschnitt, ja, ein bisschen geschmiert. Na, komm. Durchschnitt 1 ist auch nicht viel besser. Naja, gut. Ist 3,57, Durchschnitt 2 ist 2,3, Periode 3. Ne? Das würde immer wieder so weitergehen. 70 durch 21, das wiederholt sich. Hier gibt es Meldung, ich glaube, ich habe Mist gemacht. Ah, ja, ich habe hier Mist gemacht. Den zweiten müssen wir nochmal neu berechnen. Ich habe hier nicht mehr geguckt. 2 mal 4 ist 8 hier und nicht 12. Also fehlen hier 4. 8. Demzufolge sind es bloß 45 dann. 4 weniger. Dann muss ich den Durchschnitt auch nochmal berechnen. Ich zeige es nochmal, das ist ja peinlich. Also, 45 geteilt durch 21 ist 2. 2 mal 21 ist 42, 3. Jetzt komme ich am Komma vorbei. Ne? Hier steht Komma 0. Also setze ich ein Komma. 30 durch 21 ist 1. Dann bleiben 9 übrig. Und das passt eben 4 mal rein. 2,14 ist der Durchschnitt. Pardon, natürlich. So, gut. Also, das bis dahin. Jetzt ran an den Modalwert. Wir wissen, das ist der am häufigsten auftretende Wert. Den pixeln wir jetzt raus für die erste und zweite Klausur. Modalwert, erinnern wir uns, das ist der Wert, der am häufigsten auftritt. In der ersten Klausur gucken wir 5, 6, 7, hier, da, das ist der Modalwert. Es gibt keinen zweitgrößten Modalwert, das ist Quatsch, ne? Und hier ist es die 1, 8 Einsen. Also, dementsprechend ist der Modalwert beim ersten 4. Und beim zweiten ist es 1. Na, komm hier. So, 4 und eine 1. Das sind die Modalwerte, die also am meisten auftreten. Jetzt zum Median. Jetzt müssen wir uns darüber klar werden, dass wir eine Gerade zeichnen. Aber ich mache mal Pause. So, zum Median. Wir gucken immer oben in der Tabelle nach und sagen, wir ordnen ja, und zwar nach der Häufigkeit des Auftretens. Wir fangen jetzt erstmal an. Eindeutig heraus sticht die 4. Das sind 6 Stück. Wir fangen also praktisch mit dem Modalwert 1 an. Wir bleiben jetzt bei der ersten Klausur. Also der Modalwert, der ist gleichzeitig der erste, der hier eingetragen wird. Jetzt haben wir entsprechend Zweien. Ich habe das darüber geschrieben. Zweien haben wir 5 Stück und noch 5 Fünfen. Jetzt nehmen wir wieder den besseren. Die Zweien zuerst, dann die Fünfen. Weil die ja beide gleich lang sind. Tragen das ab, dann die Dreien und dann die Eins wieder vor der Sechs. So. In der Mitte, 21 lang muss es sein. Es muss genau aufgehen zum Schluss. In der Mitte, das ist bei 10,5. Können wir den Median ablesen? Der ist 2. Wir diskutieren das dann später durch. Median Nummer 2. Machen wir im Prinzip das Gleiche. Das heißt, wir können wieder einen Strich machen. Der ist 21 lang, weil 21 mitgeschrieben haben. Das haben wir rausbekommen. Und jetzt müssen wir entsprechend aufteilen.
21 wieder lang. Und das muss bis zum Schluss dann aufgehen. Und das machen wir jetzt. Jetzt haben wir praktisch den Modalwert von der ersten, den können wir gleich vorne reinschreiben. Ne? Das haben wir am meisten aufgetreten, dann haben wir hier die 2, entsprechend die 3 und die 4, 5, 6. Hat genau gepasst. Entsprechend der Länge. Und der Median liegt wieder genau in der Mitte. Also Median 2, hier ist bei 10,5, kann man hier abzählen. 2, 4, 6, 8, 10 und ein halbes Kästchen. Ich habe hier Kästchen genommen, nicht Zentimeter. Median 2 ist auch 2. Jetzt sollten wir aber mal diese Werte zusammentragen, weil die jetzt alle sehr unübersichtlich irgendwo stehen. Hier stehen die Durchschnitte, hier stehen die Modalwerte und die Mediane, die müsste man jetzt auch noch irgendwie besser dazu schreiben. Damit wir das besser sehen, werden wir mal hier dahinter das malen. Und zwar hier dahinter. Und zwar Durchschnitt, Mo und Me. Dann kann man nämlich besser was mit der Tabelle anfangen und dann sieht man das besser zusammengefasst. Also, Durchschnitt war 3,57 und 2,14. 3,57, 2,14. Jetzt ist mir meine Tabelle doch ein bisschen zu groß. Modalwert 4 und hier 1. 4, 1. Median 2, 2. Und jetzt lehnen wir uns mal zurück und betrachten mal nur die Tabelle und diskutieren mal durch, was diese Werte hier alle miteinander zu tun haben und was die aussagen. So, wir kamen jetzt natürlich, Modalwert, da haben wir gesagt, okay, das bringt uns ja nichts, das ist mit qualitativen Aussagen darf man das nicht machen. Ne? Also darum geht es nicht, Modalwert fällt hier aus. Aber den Median, der sagt jedes Mal, das ist eine gute Klasse. Wenn man sich das anguckt, kann man sich Folgendes sagen. Die haben wirklich einigermaßen gute Zensuren und die, die hinten rausgefallen sind, die Fünfen und die Sechsen, die werden komischerweise vom Median wie eine Art Ausreißer betrachtet. Sogar die Fünfen. Obwohl die genauso oft aufgetreten sind wie die Zweien. Gucken wir uns mal diese Geschichte in diesem Fall an. Nehmen wir mal an, jetzt haben wir ein Extrembeispiel. Wir hatten das gewählt. Wir haben lauter Einsen und aber auch lauter Sechsen. Ordnen aber wieder zuerst die besseren und dann immer schlechter werden. Also kommen erst die Einsen, dann die Sechsen. Und wir haben hier wirklich tatsächlich eine schlechte Klasse. Machen wir uns nichts vor. Bis dahin wäre es logisch. Eins kam. Ein schöner Hinweis aus der Schülerschaft. Nehmen wir mal an, wir hätten hier 9 und hier meinetwegen gar nichts. Also, warte mal. Hier stand eine 1 und hier hätten wir gar nichts. Mal neu angenommen. Dann müssten die Sechsen nach vorne und dann würde man wirklich sagen, das ist wirklich ganz schlecht ausgefallen. Vielen Dank für den Hinweis, Herr Kollege. So, machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich wünsche euch schönen Feierabend.